to your channel. Vergiss oh. meinen. Ich sag, ich move uns, ich hab alles ready und dann movest du doch. Ja, sorry, ich hab's schon ready, aber ich hab den nicht vergessen. Ich hab halt nur drei auswählen können, so back-to-back. Ich hab den, den hätte ich noch einzeln gemoved. Egal. Ah. Alrighty, wir gehen jetzt in Stanitz Rostocker Jungs. Die Map steht bereits fest, es ist DE Feast. Meta wurde offscreen gemacht aufgrund des sehr straffen Zeitplans. Und ja, wer bleibt uns jetzt noch erhalten von den Co-Castern? Weil Tyrone ja, also wollte noch kommen. Ich jetzt auf, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Kinder. Tyrone was moved to hat your Spaß channel. Gemacht. Auf jeden Fall noch. Ja. Kuss, 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 man hört sich. Guten Nacht. Ciao, ciao, Guna, Guna. Und wenn du öfters casten willst, kann ich ja einfach in die Caster-Gruppe machen. Ich suche immer Leute und ich glaube, du bist ein geiler Caster. Ah, danke schön. Ja, ich hab Bock, warum nicht? Alrighty, nice. Gut, viel Erfolg. Ich hoffe, es wird ein nices Match. Hoffe ich auch, wird's, denke ich auch. Wir hören uns. Ciao. Sven disconnected from your channel. Ja, geil. Ich könnte, glaube ich, noch bleiben, wenn's okay ist. Ja, ja, ich denke, es ist eine ganz entspannte Lobby, so. Da, absolut, weißt, ich bräuchte noch den Code, ne, zum Zuschauen. Ich schicke das rein. Ah, danke. Alrighty, ja, unterhaltet euch mal mit dem Chat. Ich mache jetzt hier nur kurz noch die letzten Serverworks und dann können wir instant losgehen und dann passt das auch eigentlich so. Wir haben jetzt 22 Uhr, ja, aber wir machen sofort Go. Stand-ins gegen Rostocker Jungs, ein sehr ausgeglichenes Matchup, wie ich es finde. Yes, sir. Spielen Tisch, Rio, Luis, TeamSpeak User und Hachi. RVW gegen Max Dennis, Pat 1 HD, Hanna und Niklas, aka Fragezeichen, Fragezeichen. Einfach der TeamSpeak User, der Boss, Alter. Bin gespannt, DE Feast haben wir auch schon bei Stand-ins, glaube ich, mal gesehen in einem Game. Haben wir bei beiden gesehen schon. Aber Stand-ins haben wir sogar verloren gegen. Die Map ist Feast, Witcher. Ja Stand-ins haben verloren, aber da war, glaube ich, Hachi nicht da. Da war Hachi nicht da, genau. Und bei Rostock Jungs haben wir die Map aber auch schon gesehen, da haben sie Isa überfahren. Ja, Isa, bitte keine Toxicity im Chat. Das ist nicht gut. Alrighty. Ich bin ganz kurz 5 Minuten weg. Alrighty. Ja, Tyrone, was geht, Alter? Least biased Co-Caster? Was? Ich hab doch keinen Bias, Mann. Ja, was denkt ihr, wie geht das Game heute aus? Was glaubt ihr passiert? Also, ich finde ja, die Leistung von Stand-ins ist ja eher holpriger, als man erwartet hat. Und, aber halt auch nicht Jungs, full Roaster. Ja, ja, ne? Aber Rostocker Jungs ist auch besser, als wie sie zumindest vom Seeding her scheinen. Das stimmt. Das heißt, könnte eventuell wieder ein sehr, sehr interessantes Match werden. Ja, bin ich mir auch relativ sicher, dass es ein geiles Match wird. wobei ich bin auch einfach gespannt, wie jetzt hat hier Stand-ins performen nach Hachis ewiger Abwesenheit. Weil das letzte, was wir hatten, war halt der 14-16-L in diesem Banger-Match gegen uns, also gegen Sigmas. Und jetzt ist halt die Frage, kann man daran anknüpfen? Oder ist man einfach zu sehr raus, weil er so lange weg war? Bin auf jeden Fall gespannt. Alrighty, wir machen mal kurz Werbung rein, dass sie jetzt nicht während dem Match kommt. Die Map lädt schon rein, der Delay stellt sich ein und dann geht's sofort los. Dann haben wir das, denke ich, doch relativ schnell auch gelöst. Wenn unprofessionell nicht so hart gegrieft hätten, Alter, wäre es auch vor 10 gewesen. Habt ihr Bock? Yes, sir! Also, wie gesagt, die Channel-Bets sind offen, kracht da rein. Wenn ihr die alten Emotes noch habt und nicht die neuen von Stand-ins und Rostocker, einmal den Chat refreshen, bzw. die Seite refreshen, dann werden euch die neuen angezeigt. Und rein da. Meine Jungs und Hani machen das Terror Nummer 1. Wie gesagt, Map ist Feast. Veto war offscreen. Ja, das wird ein Knüller-Match. Oh, Junge. Jo, die Channel-Bets sind 19% aus Stand-Ins. So heavy, Alter.
gebe dir nur 5. Emre muss nämlich weg, das ist ein 4v5 in 20 Minuten. Ach ja, scheiße, das habe ich die ganze Zeit vergessen. Nö. Was geht, RDHN? Drunken After, vor, noch ein Tor. RHDN, meinst du Bett wohl. Offen, ja. Oder connecten die ersten auch, die sollten wahrscheinlich instant ready machen. Leute, ich trage schon mal 3 Punkte für meine Jungs. Die Confidence im Chat hier. Warum nicht auf dem Server, Pauline? Ich glaube, damit Stand-ins wenigstens den Hauch einer Chance haben. Weil bei 2 Frauen fangen die Gamer zu hart an zu zittern und dann geht nicht mehr rein, das wäre unfair. Ja, ja. Hatte Fußballspiel. Also so dickes Derby von Kala auf der LAN. Und dann completely devastated auf die LAN wieder zurückgefahren. Weil das Derby daneben ging. Rest in peace. Aber fährt Kala ja Glück im CS-Spiel, wenn nicht schon nicht im Fußball, ne? Das stimmt. Oder. Support hier ist sehr ausgeglichen tatsächlich. Im Chat. Die Haut ist aber kein Organ. Die Haut ist wirklich kein Organ. Das ist meine Meinung, das müsst ihr respektieren. So, ich denke, für das Banger-Match hole ich mir jetzt real quick noch ein Bier. Gönn dir. Sorry, ich werde Stock besoffen. Safe, Bro. Ne, Props sind sehr viele Elektrolyte, das cancelt das direkt wieder. Das ist wahr. Ah, negiert den Alkohol. Anon 10, wenn ihr auch Props haben möchtet, Leute. Alcohol Resistance Potion. Oh, die Knife geht an, aber schon ist das leckerste Organ der Welt, okay. Ich hoffe, du meinst das Lebensmittel und nicht unseren lieben Mitspieler Pudding aus Anomin. Oh, die Knife-Runde ist direkt noch live, Alter. Let's go. Nice. Let's go. Schauen, ich denke, wer auch immer die Knife-Runde gewinnt, will Zettel starten. Oh, da gibt's einen Teamstich. Oh, nee. Ja, und damit hat Rostocker Jung schon mal die Knife-Runde gewonnen. Wir von Anomim distanzieren uns von dem Ingame-Chat. Junge, Ryuk soll mal chillen, Alter, was geht? Okay, Laurie bekommt noch den Bann, ja, ohne dass er da ist. Digga. Erstmal Ingame-Chat so, aufnehmen, bitte. Sie starten als T. Sie starten als T. Ich kann die Bits leider nicht schließen, Witcher, weil ich selber daran teilgenommen habe. Muss Lorenz gleich machen. Sorry, close the Bits, please. I see you on that camera. Stop. Nee, der hat noch nicht mal das. Stop cleaning. Stop cleaning your fucking glasses, man. Close the Bits. Komm mal, alle. Oh gehen. Ja. Ah, lang. The Santa Goal. Ja, da. Lass mal die Bats, Lori, bitte. Hab ich schon gemacht. Hast du schon? Florian Min im Chat, was geht? Tisch ist im Pit und... Okay, Hachi wird da den Contact vielleicht haben. Oh, Flash. Oh, Tisch hat so eine Stadt. Aber er wird... Aber Hachi kackt rein. Hachi verkackt. Damit sollte die Bombe nicht down gehen, ja. Mal schauen, die hatten auch ein Kit bei den Cetis. Ich glaube, das liegt in diesem Kit unter Alang. Oh, was? Mm. Fragezeichen, Fragezeichen. Oh, lol. Er macht ready. Ja, nice. Frisst er noch den Damage von der Decoy. Damn, ein paar wilde Shots dabei gewesen von Niklas. Ja, starke Runde von Niklas, ja.
schauen. Full Eco bei den CDs. Oh, beide gehen auf A. Beide Teams gehen ziemlich stark auf A. Oh, das ist der A war schon die Mitte. Ja, ist der kleine. Das ist der Meat-Grinder. Oh, das ist Money-Maker, Alter. Da wird auch das XD reingeschüttet. Hört auf, Demo zu schauen. Die erste Gunround. Wieder das richtig. Also die CS machen eine Bonusrunde ready. Und Tisch kriegt da gleich dick Besuch. Oh, Tisch muss mindestens zwei machen. Wow. Oh. Ah, Hanna, die Triple wird gebiesert aber von Hanna. Alle, Alter. Ist ja scheiß Bison immer. Bison ist es aber auch. Oh, David. Becken Sie den zweiten? Oh, nee. Das ist aber ziemlich hart teuer jetzt, wenn man überlegt, dass uns 4 gegen 2 war da. Nur gegen diese shit SMGs. Was macht er jetzt mit der 4? Also der Airspot wird aufgegeben. Decken Mitte zu zweit. Das ist eigentlich gut, dass sie das heute spielen, dann können die auf jeden Fall den Refrag holen. Aber es ist jetzt halt ein Free Plant auf A theoretisch. Theoretisch. Aber er hätte auch 2 AP, also. Generell schwierige Runde. Aber sie gehen auf B. Das heißt, er hat viel Zeit, wenn er jetzt einen Ball plantet. Achso, Lori, du musst den Spieltitel ändern. Nein, ist Lori mute? Digga, ich bin nicht mute. Ah, da hat er gleich Contact. Oder raffen sie es nicht? Oh nein. Boah, wenn er jetzt losgehen würde, Alter. Puh. Und der geht. Ah, jetzt hat er aber Angst. Sie haben aber keinen Kit. Aber die haben auch keinen Plan, dass der CT steht. Aber ja. Das hätte halt aber mies schief gehen können, Mann. Aber gut zusammengespielt von den Stand-ins. Manchmal noch überfett Werbung, Alter. Konnte ich jetzt nicht während der Pause machen, weil es keine Pause gab. Im Mai. Aber man hat halt eben 3 Leute gedroppt gegen einen Haufen SMGs. Das ist schon schwierig schon wieder, weißt du? Ja. Die Runde muss relativ clean werden, wenn man hier einen. Hä, der Streamfeed ist doch geupdatet, warum macht ihr mir nicht so Stress? Denn ihr habt locker die Seiten nicht refreshed. Nein, ja, ich hab nur aus dem Chat was vorgelesen. Ja, Hachi geht aber down in der Mitte, ne? F5 halt mal rein. Ich hab das schon gemacht, aber ich kann mir mittlerweile auch nicht mehr merken, was ich schon alles gemacht habe und was noch nicht. So, deswegen habe ich das einfach geglaubt und habe jetzt nachgeschaut. Too much pressure for Lori. Oh, Hanna macht hier den B-Fact ready. Das hat's. Danke, Mister. 3 CTs auf B, ja? Ich kann mir jetzt erstmal an. Hanna kommt aber auch weg. Es gibt kein Movement Richtung A. Ah, der Entry tut natürlich weh und das ist doch Jute. Guck mal, da ist einfach nichts mehr da bei den CTs. Oh, Max hat eine Fixpoint Smoke. Für CT, denke ich mal. Und eine Molly. Balkon. Tisch hatte jetzt eine schwierige Aufgabe, der musste wieder mindestens 2 oder 3 machen. Boah, was? Was ein Glück. Oh, Ryuk? Okay. Machbar. Ja, oh, Max, ich lass es selbst abfackelt. Oh, oh, beide schlecht, die HP sind sehr bad. Sieht ihn, oder? Die Schulter? Die Schulter hat man gesehen. Ja, jetzt hat er ihn gesehen. Jetzt kann er ziehen? Kann er ziehen? Er zieht doch. Das ist durch, glaube ich auch, oder? Ja. Oh, Mann. Damn, das waren 3 gegen 1 und er macht auch noch den Frag! Starker Clutch von Ryuk. Das war echt painful, dass der Full-HP-Spieler da so dumm down gegangen ist bei den TS.
was geht? Davido Rapido. Aber man kauft nochmal. Mit dem Plant und den 4 Frags will man hier die Kontrolle nicht early abgeben über das Game. Na, man kann das Geld doch direkt wieder brechen. Mhm. Oh, Emre spielt in Haben sie diesmal sehr weit vorne. Ich denke, das ist auch richtig auf mit sehr weit vorne. Boah, Tisch. Starker Frag. Und die Runde fällt komplett in sich zusammen bei Rostock. Die Bombe gesehen. Mal schauen, wird mal gut. Oh, hat hier nichts gespottet. Wie greedy, warum? Er hätte so verdient, da zu gehen. Man hat überhaupt nicht das Geld hier bei den CTs. Eigentlich für so Dinger. Ja, man muss den jetzt eigentlich runterschwitzen hier. Aber hat man keinen Bock drauf. Oh! Er muss ja um 22.30 Uhr gehen, ne? Also muss schnell gehen. Echt so, kein Gesave, Digga. Rostocker, Jungs, verrosten. Wie ist der? Bruder. Wann castet Simax mal ein Spiel? Der grüßt dann die ganze Zeit. Das wäre, glaube ich, witzig. True. So guck mal Rick zu. Ja, Moment, wir gucken nicht weg so. Kurz den Autodirector angemacht. Oh, der Repeat. Den kann man nicht machen. Das war so schlecht. Dennis kassiert den Headshot vom Teammate. Und jetzt hat Hanna AWP am Start. Hanna Cam. Oh nein. Oh, Hanna hat schlechtes Timing. Aber Rick, das war ein so dummer Repeat. Ich kann es gar nicht glauben, dass er den gemacht hat. Ja, trotzdem viel überleben. Die Op ist recoverable. Nochmal gut gegangen. Ja, war unnötig eigentlich. Ich mit sagen, top City. 4-2 jetzt hier. Stand-ins fallen ein bisschen auf die Füße, nachdem es ja erst sehr ugly aussah, aber der Clutch von Emre, ziemlicher Momentum-Turner. Mal schauen. Wieder Richtung A, Heavy. Keine Präsenz Mitte oder B. Und die CTs peaken Mitte auch, also haben die jetzt die Info. Ja, ziemlich aggressiv sogar, sie pushen auch schon vor. Oh, das müsste eigentlich in sich zusammenfallen, relativ schnell. Ja, vor allem gleich ist Christos hinter denen einfach. Oh, aber ATV Max dreht sich um und Christos geht da weiter vor. Wird einfach down. Da hat er einfach zu viel gewollt, da muss er kurz warten. Und weißt du was jetzt? Jetzt geht man einfach zurück, Mann. Alle Info im Mülleimer und die Advantage bei den Ts. Dabei hatte er so ein gutes Timing. Einfach zu greedy gewesen. Mal gucken, was Haji jetzt hier macht. Auch gerade witzig. Ja, Niklas oben und Hachi unten. Ist die Frage, ob er ihn checkt? Oh. Schlechtes Timing für Niklas. Aber Hachi. Oh, wenn er den Jump gemacht hätte, wäre mies gekommen. Und Hana macht ihn. Ja, wollte Hachi auch wieder das wieder. Die sind sehr confident, die TS. Die CTs. Und das. Keine Ahnung, wenn ich mir diesen Peak davon Ring mit AWP letzte Runde gebe, weiß nicht, ob das so gut ist. Nee, nicht so gut. Da sprintet man direkt auf A. Aber man schafft es nicht. Ich mit der Patience. Oh mein Gott, das war strong. Ich meine, man musste doch den Spot auch clearen, aber war trotzdem nicht strong. Er geht mit der Bombe irgendwo hin. Er muss doch er hat die Bombe verloren. Er muss es einfach drehen. Oh no. Sehr starker Hold von Tisch. Absolut. Das war echt böse, Mann. 5-2. Fischlein deckt sich. Weißt du, was ich mache? Ich decke Danny, Alter, in meiner Freizeit. Wann wieder Basketball? Genau das meinte ich damit.
Oh, die Mitte wird aber sehr aggressiv wieder angespielt bei den Cities. Oh, die HEs. Oh! Niklas, gerade so noch. Auf Messerschneide, der Boy. Oh, was ist der Tisch dafür denn? Eine gute. Mitte anspielt. Zählt das mal von ATV, Max? Das ist so viel Info. Okay, das ist ein leichter Kontakt. Dann kommt Smoke, ein Flash. Ah, der Modi ist gut. Und das Mod ist weg. Die Bombe liegt. Die Bombe liegt. Ja, natürlich die Molly. Ah. Und er macht 2 Kills. Den dritten kriegt er auch noch, wie stark. Ich werde erstmal in den Rücken gehen, geheizt. Starker Retake, starker 4K von Multixe auch. Überlebt sogar auch noch die Runde. Damit hätte ich nicht gerechnet, als er da quasi von seinem Mate so gesplittet wurde. Der Mate hinter Molly, er vor Molly, aber er macht einfach alle, weil eine gute Flash und keiner hat Fokus. Alle denken, Molotov ist eine Wand, kann man nicht durch. Und sofort ist die Runde wieder weg. Und Rostock jetzt hier seit diesem Klatsch komplett eigentlich nicht im Game. Werden nur Hops genommen von Stannis. Obwohl es sehr vielversprechend aussah vorher. Eine Piste. Aber vielleicht fangen die sich ja noch. Oh. Dicke Info wiedergeholt. Viele VB. Die Rotation, die krasse, bleibt eigentlich aus. Noch. Mit Hachi in der Position, ja, fällt mich auch wundern, wenn er da noch lange auf Arsch mit der andere. Und bei Rostock spielt man sehr im Wolfpack und das funktioniert einfach nicht, weißt du? Das funktioniert überhaupt nicht, weil man hat halt. Part 1 gehuntet, Junge. Man hat halt überhaupt. Man wird halt woanders auf der Map, wird halt gepusht, da ist da niemand. You know? Und dann hat man alle Infos der Welt und die sind, dass sie zu 5 vor B sind, man mollet die kurz ab, dann sind alle da und dann ist alles gut. Man ist viel zu readable bei Rostock. Müsste man Default starten. Das ist tatsächlich Admin Daniel Weber. Auch der Debattierclub-Vorsitzende von Schlangen. Stimmt's, Danny? Ich Schlangs. Danny? Warum? Warum? Wenn er reinfährt. Warum nicht? Bruder, man will so dieses Game closen. Ja, 8 Minuten hat er noch Zeit. Also würden die 8 Minuten reichen. Oh. Oh, die Nate. Da kommt die nächste Nate. Kurzen Prozess gerade. Sieht so aus, als wären Stannis ein ganz anderes Team hier mit Hachi. Und der geht 4-6. Hachi gerade am wenigsten Impact, finde ich. Ja, aber trotzdem. Rostocker Jungs, das ist doch nicht der Stannis, was wir gesehen haben, da gegen Blue Samurai. Blue Samurai in allen Ehren. Also, vielleicht sind wir einfach nur mega inconsistent, auch ohne Hachi. Mit Hachi egal, aber ich denke. Spielt einfach eine miese Rolle. Selbst wenn Hachi nicht aktiv fragt, einfach seine Anwesenheit, vielleicht das Calling, vielleicht einfach die Calmness, wenn ich tilte, irgendwas ist da doch. Eingeheizt wird. Irgendwas ist da doch. Aber es ist das erste Mal, dass man nicht einfach. Oh, Hanna, Digga. RIP, Alter. Aber es ist erstmal, dass Rostock nicht irgendwie komplett einfach nur so fünf irgendwo ganz obvious hinfahren. Aber da man so. Da jetzt einfach dick down geht bei B. Aber ich glaube nicht, dass wir den Tisch oben hat die Fast Flank.
Oh, ich hab so falsch. Schusswand in den Rücken. Und da kriegt er nicht mal den Blend. Ja, ja, ist das brutal gerade. Und die Pause war jetzt well overdue, Alter. Wirklich, es war einfach 2-1 und 3 gegen 1 und dann wäre es 4-1 gewesen für Rostock, weil Tisch und Co. hätten erstmal keinen Cash gehabt und stattdessen geworfen, keine Runde mehr geholt. Alles gut, wir chillen. Einer hat's nur eilig. Scheiß mal drauf, Alter. Also ohne Spaß, Digga. Soll er halt mal sonntagabends nicht weggehen. Alter. Außer er hat Nachtschicht, dann nehme ich alles zurück. Aber wenn er nur rausgeht, Alter, dann soll er halt kurz chillen. Nice Strat. Ich meine, es ist öfters Pause, damit da einer noch lieben muss. Für das 4v5. Das ist die nee, Strategie bei Rostocker Jungs gerade. Das würde ja nicht gehen, Digga. Ich würde ja, ich sanktioniere. Also ich weiß, ein Joke, aber würde ich sowas ja, sanktionieren. Aber ich kann jetzt Rostock auch nicht mal ein normales Timeout verwehren. Nur weil hier einer halt ist, dass da Sonntagabends noch irgendwo hin muss, Alter, in irgendwas, was auch kurz warten kann. Das ist mir dann da Gassi egal. Gehen. Er muss halt auch irgendwann mal aufs Klo. Digga, irgendwann wirst du noch gestochen, irgendwie so aussagen. Ja, Tisch, nicht Tisch, Tyrone. Ja. Was mit deinem Team? Ja. Also, das Team an sich ist eigentlich ganz okay, nur ich kann nur sagen, Standard spielt gerade wirklich sehr gut. Also, die Rotates von denen sind sehr schnell und dann auch sehr effektiv. Sieht man auch gerade bei dem vorherigen Retake. Haben die, glaube ich, zu 5 Retake, Flashes kamen, 2 Kills. Kann man nicht sagen. Also, die spielen schon sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht sollten Rostock die Mitte etwas öfters anspielen. Also derzeit war es entweder B oder A, aber niemals Mitte. Und ich glaube, auf dieser Map ist halt die Mid-Control relativ wichtig. Ja, da pflichte ich ja tatsächlich bei und sie gucken ein bisschen in die Mitte. Oh, Mutix wird für seine Short Aggression das erste Mal bestraft, aber das ist... Das machen die auch immer. Überall pushen. So ein Default ist, denke ich, so OP, wenn man dann halt auch noch die Shots hittet. Weil, wie oft hatten wir jetzt schon irgendeine Fast Flank, irgendein Big Info Play, weswegen dann alle auf dem anderen Spot zu viert stehen konnten. Und hier kommen da die Punishes. Da wurde auf Guard gecatcht. Danny, kannst du Simix mal wegbannen? Warum das denn? Also ich schreibe doch witzige Nachrichten. Und da kommen wieder zwei Frags, was ist hier los? Der hat viel zu viel bekommen. Habe ich leider verpasst, ich Rentner. Aber guck mal, man hat wieder eine Flank und Tisch hier in einem richtig eklig zu clearenden Spot. Ja, und Tisch hat bestimmt sehr gut gespielt, aber hier wird er komplett rausgenommen. Stark von Dennis. Aber da wird man wahrscheinlich jetzt nicht instant hinschauen auf die Flank. Ja, der erste. Ah! Oh, starker Frag. Gut, boah, Junge, die werden ja so genommen. Noch nicht mal die Runde gewinnen sie. Da muss doch einer weg. Oh, ich wär so Trümmerbruch. Ja, da hat man ein schlechter Afterplant Boost gehabt, ne? Ja, aber komm, das war auch schon ein mieser Shot. Das war auch ein mieser Shot, ja. Das war echt ein mieser Shot, Mann. Left Eye Peak auch noch. Kranker Übergott aus der Unterwelt. Krank, Junge. Jürg bisher. Da wird man also Ryuk's Mid Aggression wurde jetzt schon zweimal am Stück gepunished. Boah. Und auch Multix's Short Aggression ohne Erfolg schon wieder. Aber man eben hat's trotzdem nicht für die Runde gereicht. Vor allem, wenn man dann one by one irgendwo noch reingeht und dann gecatcht wird. Ja. Das verstehe ich halt nicht. Ich hab's Gefühl, Rostock ist ein bisschen Trümmerbruch. Weil. Wurde er gesehen? Normal würden die doch so eine Advantage so flach runterspielen. Hanna macht den Frag. Starker Frag von Hanna, wichtiger Frag. Und haben jetzt Zeit zu blenden. Der Tisch ist auf Low.
Ja, der Fact sollte für sein für Fragezeichen. Das sollte die Runde eigentlich sein. Für Rostock. Da Hachi wird es bestimmt fallen. Aber dann kann er noch einen Frag. Er verpasst den Frag. Da will man ihm nichts geben. Und man weiß halt, man kann dem halt auch nichts geben. Und man gibt ihm trotzdem irgendwas. So aber jetzt hat er nur noch 9 HP. Das er geht down. Er ist aber auch einfach weiter nach vorne gegangen. Ihm war das da so kommt egal. Die Kugel angerollt und macht den Strike. Aber wirklich. ja, 10 Runden straight und jetzt hat schießen Rostock zurück. Wenn die halt hier noch 4-5 ready machen, dann haben wir vielleicht schon ein kompetitives Game hier. Webstand kann schon city-sided sein. Oh nee, Team Knife. Mach doch nicht diesen, Niklas. Ist doch scheiße. Hanna nimmt aber auch immer fleißig Belang ein. Das ist ihr Job. Geht er da durch? Er will so da durch. Wird wieder Mitte gepickt und wieder gepunished. Multixel ist da echt ziemlich unerfolgreich auf Short. Oh, Hachi. Dennis werden sich gleich facen. Oh, nein. Das Timing. Hat ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber das Timing ist ja trotzdem krank. Dass man da so krank reinpusht, ist so unangenehm, aber man kriegt den Track trotzdem. Das bringt halt gar nichts, die werden einfach nur überfahren. Die werden out-aimed. Info auf den letzten haben sie auch, da haben wir die Steps gehört. Das waren schlechte Peaks für die CTs, aber. Ja. Bringt halt auch nichts, wenn du den Kopf trotzdem abreißt. Mal schauen, ob Niklas noch ein paar Exit-Fracks kriegt. Saved. Letzte Runde. Ja, der hört ja die Steps. Mal schauen, ob die CTs jetzt handeln. Da kann ich gönnen. Die sollten eigentlich handeln, weil die können nächste Runde eh alles kaufen. Und das ist die letzte Runde. Sie bauen den Tower, Junge. Schade, dass er es nicht vertreibt, dass er witzig. Oh, mit dem Crown, den Crown Spray. Absoluter Flakes. Fragezeichen, Fragezeichen. Die eine Runde muss noch sein. Mach mal einen Blick aufs Scoreboard. Oh, Hanna ist nicht am Struggle. Aber sie hat auch einen undankbaren Job da auf Belang. Auch Pat und Dennis machen nicht viel. ATV Max und Niklas schießen, soweit es geht, zurück. Aber mit der von der geballten Firepower überrannt ein bisschen. Bei Stannins alle gut mit dabei. Hatte ist ein bisschen am Chillen, aber der Boy war ja eben noch nicht im Land, also ist alles okay. Oh, ein Entry? RVW geht schon auf miese Peaks manchmal. So wirklich so 10% der Fälle gewinnt er sie. Weißt du, er muss einen Wackshot hitten, dass er den Peak gewinnt. Das check ich halt nicht, warum man auf sowas überhaupt immer geht. Hanna macht mega viel Damage, wird aber nicht belohnt. Gut getimter Molly da auf den Upper Trade. Oh, da wird durchgeflasht. Oha, da Und da fällt die Tracks auch endlich mal. Damit hat man nicht nur mich überrascht. Aber wie wir wissen, die Retakes von Stannins waren bisher sehr gut. Kevin TS. Kerry. Ohne Korb. Dicker Korb, Alter, unlucky. Er sieht ihn, aber er dreht sich um. Er dreht sich Multixel vor und zurück, aber es reicht nicht. Vierte Runde und noch so eine kleine Lifeline für Rostock, aber von 2-0 zu 4-11 ist natürlich ganz schwieriger Hase. Mal schauen, Tisch kauft Jutel. Das sieht mir nach einem nach einer ACT-Smoke aus. Ja, die rennen alle Richtung A.
Oh, der Modi kam. Oh, alle Blinds. Sehr starke Flash. Das sollte die 10. Runde sein, oder? Oder? Oder jinx ich da rein? Ich jinx so rein, ich bin so ein Hund. Aber warum jumpt Niklas da so runter? Was hat er denn? Warum hat das so eilig? Kein Kit, aber die HP Advantage ist big. Oh. Hanna, komm, Hanna! Hanna! Komm schon, Hanna! Mach ready, please. Du weißt, Ryuk muss weg, wenn du die Runde holst. Oh. Nein! Ryuk spielt aber auch, als ob er weg müsste, Digga. Der hat's eilig. Ich gehe richtig sauer, weil sie das 3 gegen 1 da geworfen haben. Zu Recht. Null Eco jetzt an den CTs. Ach, schade, ich hätte Hanna den Klatsch so gegönnt. Oh, Rüge könnte den nehmen, Mann. Ja, das ist auch hier die Pflichtaufgabe. Full Eco. Bier Mac aber die CT ist blockiert. Und die haben den B2-Execute sogar drauf. Krank. Oh, man hat die Bombe vergessen. Oh, Hanna. Hanna hat so eine. Der AG ist. Die hat sich aber auch gut angekündigt, Fremdjump. Oh, Fragezeichen, Fragezeichen. Schade. Aber zwei Flicks. Die AK ist weg. Wo rennst du denn ganz hin? Ja, das war ein RVB, der ist durch den Mollo in den Shop da. Er sucht einen legendären Pokémon. Tisch macht Pause, Digga. Er will seinen eigenen Mate tilten. Ich glaube, der muss nur eine rauchen, kurz. Ah, sie haben die Zeit. Rostock, Jungs, weg, Traumata vom Sinn in mir. Ja, die Gunmount muss es jetzt eigentlich sein. Sonst schwierig. Ich meine, so wie es aussah, zockt man da gegen 3 MAC-10s. Perfekteren Ausgangsposition kann man halt nicht haben. Um jetzt hier mal wenigstens eine Runde zu holen. Mal gucken, was dann geht. Das ist ja Ryuk Afka. Ryuk chattet rein, Bro. Braucht aber nichts. Ich bin gerade beschäftigt ist mit Chatten. Ja. Wichtig. Wie Reche sagt, er kauft aber nichts. So, als gäbe es jetzt noch irgendein Argument, dass er Afka ist. Er hat alle geschreit. Komm, Hanna, Alter, jetzt noch so 3-4 Kills, dass du wenigstens, glaub ich, auf bist mit Dennis und dem G-Pad HD. Flattert die Ampaus rein von den Tees. Jürg ist schon 7 Minuten zu spät. Aber er spielt gut dabei, muss man ihm lassen. Unter Zeitdruck spielt man besser. Echt so, deswegen entleere ich meine Blase den ganzen Tag nicht am Matchday. Dafür freut er sich umso mehr, wenn wir Rasse gehen nach dem Game. Sorry. Genau. Propswing.de, Code Anom10. Gönnt euch. Das ist so sexy, wie du den Propswing ja in deinen Weizenplatz reinschüttest. Ja, muss sein, Bruder. Kann man sich einfach zu gut geben. Wollen wir zusammen mit Multics Richtung. Soll ein Fake werden? Ein Fake dir dick A und B landen. Der Execute sieht schon mies aus eigentlich, muss man schon sagen. Boah, das war ein mieses Brett. Schön, Dennis. Stark erholt von Dennis. Aber Hanna.
Und sie scheißt. Ja, Rand. Komplett out of position, den und fail. Oh, oh ne, Dennis, ein AP. Oh, ein AP. Ah, machbar, machbar. Also ein Frag holen wäre stark. Oh, wenn er die HE ins Fenster schießt, dann. Aber lieber gar keine Nades werfen und mit vollem Götter sterben. Und da kommt der Retake! Und Dennis war nicht mit einem AP. Das sind auch beide AKs. Rostock are still alive, aber es gibt noch eine weitere dicke Gunround jetzt hier, wo nicht drei MAC-10s am Start sind, sondern eine und eine Deagle. Wieder also eine Weaponry Advantage bei den CTs und die Chance hier, gleich noch gegen die Eco zu spielen und dann eventuell 7 Runden zu haben. Steht man im Body. Die Mid-Aggression funktioniert überhaupt nicht. Dicke Advantage für die CT-Side jetzt hier. Dennis mit gutem Support vom Wellblechdach, Niklas mit dem Entry. Ganz awkward Exchange hier. Und Hannah mit 1. Kriegt den zweiten nicht. Aber das reicht nicht für die T's. Ja, das tut's. Was ist denn das? Wie ist denn das jetzt passiert? Er ist durch die Smoke hinterher gelaufen. Guck mal, wo RVW schon wieder rumfährt, der Typ. Der ist komplett irre. Aber klappt halt auch nicht immer sowas. Man hat wieder mal. Gepard macht's nochmal spannend, Alter. Aber Runde ist da. Kein Plant und das ist jetzt eine Eco, die kommt. Gepard. Ich sag das halt echt so. Gepard. Einmal der Gepard. Gepard, 1-2-D. Der geht hart. Der geht hart. Oh, das soll ein B-Rush werden. Komm schon, Hala, mach mich stolz. Weil ich hier einen dicken Spray down. Weil die Smoke wird respektiert scheinbar. Erstmal Jutel reindumpen, dass man nicht mit vollem Gürtel stirbt. Richtig und wichtig. Der Glaube ist noch da im Chat. Ja, finde ich gut. Ist wichtig. Das brauchen die Boys und Girls. Boah, böse Eins. Oh oh, oh oh. Oh Junge, ich observe wie so ein Arschloch, Alter. Und Gepard, starkes Selfish. Der Gepard. Junge, Dennis ist einfach nur chillen. Wenn der Gepard alles macht. Anna hält lang wie eine 1 und das ist stark. Siebte Runde, war nie in Gefahr. Roster-Check von Gurke, Grüßerchen. Aber man hat halt nicht viel Room for Error. Nicht viel Room for Error bei den CTs. Jetzt kommt wieder eine Buy-Round. Und es scheint gleich schon sehr harter Arlin zu sein bei den T's. Man schickt Rücken in den Underground, der Rest wirft wahrscheinlich Nades. Man wartet jetzt einfach nur. Tisch hat eine Nade out, Multix hat eine Nade out. Fliegt den. Window Nade. Window und CT Nades. Wir gucken uns das mal aus der Vogelperspektive an. Aber starker Konter. Kurz Window und CT genadet, aber das CT-Util ist stark und verhindert. Und da kommen die ersten Frags. Oh, ich hab die Vogelperspektive verkackt. Na, ATV. Max hatte da einen guten Spraydown. Oh, das sah nach einem bösen Flick aus vom Gepard. Das sollte die nächste Runde sein. Multixe ist da irgendwie nie mitgegangen. Scheiß Beta. Lori, nicht eine Wasservergiftung geben.
Eine Wasservergiftung? Allgrößte Lüge. Posture-Check ist, damit er schaut, wie er sitzt. Echt so, da setz ich mich auch hin. Stay hydrated ist die Wasservergiftung. Aber dafür trinke ich ja Bier. Mit Props drin. Das hilft mir sowas nicht. Warum Filmcode, ne? Könnt ihr theoretisch abfüllen. Aber es gibt da, glaube ich, auch irgendwie einen Max drauf. Also das könnt ihr nicht tausendmal spammen. Ich habe das alles gecapt schon, dass es im Rahmen ist. Ach was. Ah ja, natürlich, Digga, ist das was Scheiße. Das macht doch viel mehr Spaß, wenn der Maincaster mega besoff ist. Ja. Für jeden Einlösen musst du 1 Liter Wasser exen. Ja, darauf hat Damon erstmal Stay Hydrated eingelöst. Fristerchen. Aber der Mitte-Approach von Rostocker Jungs gefällt mir auf jeden Fall besser. Die spielen das viel passiver. Biegen da nicht so geistig ran hin. Ja. Hanna, da kann doch gar nicht sein. Wartet man patiently. Oh, Hanna! Geduldig. Vor allem mit diesem No-Front-Bot-Movement an ums Eck, da macht man sich gleich 10-mal mehr Sorgen. Aber man rechnet mit Niklas up close. Und der Arpus wird auch erfolgreich. Uff, boah, Alter. Und Hanna mit dem Trade. Und das ist wieder eine cleane Runde. Oh mein Tisch, meine armen Punkte. 13-9, also es stand. Ich glaube, Simax schreibt alle Leute extra falsch. Danny? 13-4, 13. Ja? Ja. Spielt heute Hanna oder Hannas Freund? Ich hätte nie behauptet, dass jemand für Hanna spielt. Das waren immer andere. Ja, das stimmt. Ich habe Danny das auch nicht behaupten hören. Es war, glaube ich, sogar nicht mal wer aus eurem Team, sondern es war Kliss aus irgendeinem Grund, der da onstream reinkam einfach. Der hat das überhaupt nicht interessiert. Sie, wenn so in den Interviews so ein Random reinkommt und dann einfach irgendwas sagt, so weißt du? So war es halt damals noch, Season 2 Vibes, Alter. Junge, Alter. Der Aufbau. Niklas, Junge. Man merkt, dass die Stannis jetzt halt ein bisschen Kerfe, ein bisschen langsam spielen, warten auf Fehler, die machen sich Sorgen und das auch zu Recht. Das sind sehr stronger Cities halt bisher. Das letzte. Bro. Boah, Gepard, Alter. Nee, das zweite. Was? Wieso denn das zweite, Digga? Das zweite ist nicht safe. Das zweite ist überhaupt nicht safe, Bruder. Weil man so ein N hat, das mach ich auch sauer, Digga. Oh, Junge, der Boost. Oh, der Schatten, aber Niklas zittert, Junge! Zittert doch nicht, Mann! Er zittert und schießt einfach! Oh ne, Hanna pusht jetzt rein und wird auch gefarmt. Oh, oh, oh. Oh, das ist aber wirklich wegen Niklas gewesen. Aber Dennis. Er hat die Bombe. Und vor allem hat er auch irgendwie so Info hier auf Tisch. Ist der Molly noch? Nur Ryuk ist eine Unbekannte hier, die Runde entscheiden könnte. Bombe liegt 15 unten. Sekunden. Oh, das kann man noch schaffen. Müssen jetzt schnell arbeiten oder boosten. Ja. Hat ein HD Peak? Das ist die Runde. Das ist die Runde. Das ist. Oh, das ist ein Tilter. Und jetzt hat Voldemort sterben und Runde verlieren. Kann man da Wallbang? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist zu. Das wäre krank, wenn man da Wallbang könnte. Bei Gott, der Kacke im 4, Charlie. Das ist eine Tilter-Runde. Deswegen AOG spielen. Ich hoffe, Laurie hat das drauf. Ich hab das nicht drauf. Ja, hoffentlich hat das geklippt. Wurde eingeforst. Der Gepard ist auf Jagd. Man will einfach einen schnellen A ready machen. Ja, wenn man nicht wieder durch eine Smoke kommt, wird das gut werden, wenn die Smoke sitzt. Oh, die Flasche sitzt aber auch bei den Mage, Digga. Oh, der Tisch hat da sein Team geflasht. Das ist bekannt. Ah, brutal, wie hart alle Gold waren. Das waren, glaube ich, nur Teamflashes. Und die Runde ist schon wieder weg und jetzt ist es langsam ziemlich, weil ziemlich hässlich. Ich weiß, weil der Teammate weg muss. Oh, Mann. Diese Teamflashes, Bruder, holy. Das war eine aggressive Teamflash. Alter, waren die alle Gold, Junge.
Und wenn man aufs Scoreboard mal schaut, jetzt sieht man, vorher war Niklas irgendwie alleine und jetzt ziehen die alle langsam nach. Die Rostocker Jungs sind hyped. Ja, und das sind sehr stark auf CT unterwegs, ne? Molly kann auch nicht. Multi hier schon mit ziemlich viel Info vor B. Und Hachi selben quasi auf A. Okay, aber der Rest. Ja, wird komplett überfahren in der Mitte. Die Bombe liegt theoretisch auch, aber sie haben glaube ich nicht die Info. Ist wo er sitzt. Absolut. Oh, Multiple. Oh, oh nee. No. Er hat ihn auch gehört, Niklas. Oh, hätte Tech 9-1 hätte da durchaus früh fliegen können. Komm schon, Hanna, kämpfen und siegen. Und so schnell steht's 13-12. Bruder, also beide Teams haben jeweils die T-Pistol Anti-Full Eco gewonnen und danach erstmal etwas weniger. Hanna jetzt an der Big Green. Wir machen Hanna Cam mit der Big Green. Na gut, die Hanna Cam kann ich mir schenken, obwohl sie geht short, sie geht gar nicht lang. Wenn es die Contact haben. So viele Mollys auf den Short reingehauen. Oh. Dicker Nate Damage hier. Da kann man nicht einfach reingehen. Nee, überhaupt nicht, Mann. Aber wirklich überhaupt nicht. Oh, Hanna scheißt! Und das könnte der Schlüssel sein, der die Tür öffnet. Aber das ist keine gute Smoke mit CD. Aber. Oh, man heißt das ein Maze-Zone in den Rücken. Oh, und das ist halt wirklich. Da hätte Hanna einen Frag machen müssen. Du kannst nicht einfach sterben ohne Kill. Das ist die beste Situation. Den Mid-Lurk. Die Stacked. Oh ja, er hat ihn gestacked, aber er kriegt ihn nicht. Ja, jetzt muss Max eigentlich speichern gehen. Ja, die kann man speichern, ja. Aber er wird gehandelt. Aber. Ja, keine Chance. Da sind halt wichtige Shots leider nicht getroffen worden. Stannins. Man muss, merkt aber auch, dass die City halt so gut ist, dass Stannins wirklich einfach nur Wolves brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben gerade. Darauf kann man ja auch nicht banken. Was hat Isa da nicht gepinnt? Wenn Stannins das noch wirft, kann es einer vorlesen? Ich sehe es. Ja, ja, aber ich glaube, das ist unsafe. Das ist, keine Ahnung. Ist es wirklich unsafe? Ich kann es ja mal vorlesen. Wenn Stannins das noch wirft, will ich für 30k Arnum ihm Coins die Möglichkeit, einen Hitman zu kaufen. Okay, ich dachte, es wäre unsafer. Das war schon mal, ja. Oh, Niklas hat dann eine sehr wilde Posi. Oh nein, Tisch heißt. Aber er macht den Frack. Ist ja Minecraft richtig? Ja. Gut. Berlin, Alter, auf jeden Fall. Oh, die Smoke war schlecht, aber ich weiß auch nicht, das ist doch mega obvious, dass die Smoke einen mega Kack-Gap hat. Ja, aber die wollen jetzt wieder den A-Execute spielen. Oder? Ja, zumindest kommt dann Molo. Das ist ein Fake. Aber der Molo. Ah, immer noch in Short dann. Liegt der? Oh, ist das lang. Oh, Hachi, Digga. Auf die Rotation. Und die Nate fliegt auch zu tief. Das war zu lang, das war zu fake. Boah, Tisch! Die Gepard aber auch alles, Digga. Und jetzt kann man schnell nach B rotieren. Macht man auch. Das Game ist echt all over the place, man. Oh, wenn er da die Bombe abgefangen hätte. Das ist ein schwieriger Klatsch, der Part 1. Jürg, Digga, meint auch, der hat das so gespielt, als wäre kein Gegner mehr im Leben, Mann. Part 1 HD. Aber nee, machbar. Position. Rennt wie ein G-Part in CT rein. Man hat noch kein Read. Doch jetzt. Kommt der Read. Ja, auch über Short kommen. Oh, oh, der letzte hat Low Tisch. Aber Tisch spielt das gut. Aber er hat trotzdem.
Und die Zeit reicht, glaube ich. Es reicht, ja. Ja, ja. Er ist recht dicke. Stark, kann ich das schon Part 1 Runde am Rennen. Aber das ist Emrys Schuld, das ist Emrys Schuld. Was ist denn das für ein Jump, den er da macht? Ohne Spaß. Der Gepard auf Jagd. Er hätte einfach den Shortpoint halten können weiterhin. Und seine oder wie? Dann oder kurz gehen oder sonst irgendwas. Hanna mit der Bison, gehalten. Digga. Summ, summ. So machst du aber kein Gepard. Summ, summ. Genau das, Alter. Wir haben ja einen Naturforscher in unserem Chat. Einfach summ, summ, Digga. Das Money ist scheiße bei den CTs. Hanna entsprechend auf der Bison, Gepard auf seiner Signature. Umpa Lumpa. Step gehört vor. Oh, ja. Schön. Und das ist Stereo nicht jetzt. Ja. Was ein Frame. Das ist schon miese One by One Piece noch da. Oh, Tisch ist fett. Ja, wusste man da jetzt mal? Nee. Tisch ist alleine. Oh, Bison Action gleich. Ja, Hanna gegen Multi. Warum hat sie eine Bison? Kauf doch eine MP9, Bruder. Ah, okay, mit der MP9 nicht funktioniert. Aber da kommt der schnelle Go. Ja, wenn die jetzt schnell B gehen, ist. Aggressiver Re-Peak. Ja, da hätte er vielleicht auf seine Mates warten müssen. Mhm. So, mal schauen, ob man diese Situation wieder wegwirft. Mark jetzt bei den CTs. Mit der Ump kann Pat den Fight hier nicht gewinnen, Digga. Ne, Priok holt den Frag. Und Tisch rennt einfach rein. Jetzt muss man eigentlich saven, weil man hat halt gar kein Geld. Oh, und jetzt ist der Ball richtig hässlich. Mein Freund für Stendens. Das tut mir das mal an. Nicht mal Geld für eine Bison. Bei den Hanna. Oh, ist das eklig. Oh, die Leute, die Kevlar Helm kaufen, Mann, was ist denn mit euch? Wenn das jetzt noch in die OT geht. Als wenn da einer von Stannons jetzt eine SMG reinbestellt. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Aber die Glas-UMP kommt auch sehr gefährlich. Ja, die ist aber wichtig und richtig. Glas ist immer gut. Und die Glas-UMP mit dem Entry und nochmal Damage. Und kommt davon. Oh mein Gott. Weißt du, die scheiß Stannons mal die ganze Zeit die Nate da draußen rechnen überhaupt nicht, dass sowas passiert. Aber guck mal, wenn man jetzt B geht. Der Gepard einfach flink. Oh mein Gott, Hanna, Digga, kriegt gleich einfach einen Nacken. Oh nee. Das ist halt unlucky. Da wurde der Hanna verkauft, Alter. Und das schreit die Rotation, die haben keinen Kill. Und das ist, ja, das kann man eigentlich nicht werfen, außer man strengt sich wirklich an. Die haben so viel Util bei den Stand-ins. Ja, ja. Rostocker, ihr müsst loslassen, glaube ich. Ich glaube, sie müssen wirklich loslassen. Part 1 HD mit der Glasfarbe gesetzt. GG's! Schade. Was ein Game, Alter. Nice try. Wirklich ein nice try auf jeden Fall. RIP Channel Points. Absolut RIP. Also hier performt Niklas, 29, sehr stark. Der Gegenseite Ryuk, der jetzt bestimmt schon weg ist. Der ist halt selbst schon weg. Tisch auch sehr solides Game, vor allem auf CT. Ja. Hanna hat halt leider gestruggelt. Ja, VW hat auch gestruggelt, weil er eine strong Runde hat, an die wir uns ja sicher alle erinnern. Weil er so ja, miese Backshots da ready gemacht hat, aber overall nicht so krankes Game. Ja, Hanna hatte aber ein paar unlucky Timings los hier lassen oder irgendwie unwinnable Fights, vor allem auf CT. Auch seine letzten Runde kriegt einfach einen Nacken. Overall freut mich aber auf jeden Fall, dass es so knapp war und damn, wie sie decided. Die T's haben jeweils die Pistole gewonnen und dann erstmal nichts hinbekommen für gefühlt 10 Runden. Also das beides Male. Freut mich, dass es nochmal so knapp wurde. Damit hatten wir heute wirklich 4 sehr geile Matches. Ja. Niemand sagt das außer mir an, Leute. Dann auf ins Bett. 16-13. Ah, es freut mich echt, dass es noch knapp wurde. Man ist halt zwischenzeitlich. Was war es? 13-4? Ja, es war 13-4. Ja, 13-4. Also sehr, sehr impressive Comeback und Feast. Sehr sieht gutes Game auch wieder. Dankeschön, schönen Abend. Dir auch. Dann werfen wir real quick einen Blick hier rein. Also erstmal
in den Stream-Manager rein. Wenn Werbung pausiert, dass wir noch Interviews machen können. Was für Einreichungen beenden. Ergebnis wären Stand-ins mit den 31%. Das schmeckt. Das schmeckt. In ihrem sechsten Game ihren vierten Win, die Round Difference auf 12 hoch, Points auch 12. Rostocker Jungs in ihrem siebten Game, den zweiten L, Round Difference auf plus 42 runter, Points bleiben 15. Bleiben damit Zweiter. Stand-ins wiederum, überholen sie Anomemos? Nein, also bleiben auch Vierter. Dennoch Banger Matches gewesen und ein wichtiger Schritt Richtung Playoffs für die Stand-ins, die ein paar Federn gelassen haben, vor allem durch die Zeit ohne Haji. Und tatsächlich für nächste Woche stehen noch keine Games. Außer ich habe jetzt irgendwas in der Zwischenzeit verpasst. Das heißt, macht euch ran. Wir haben hier noch, wie ihr seht, einige Matches offen. Hier 28 von 45, hier 27 von 45. Das sind noch 35 Games, die noch gezockt werden müssen, tatsächlich. Und nicht mehr unendlich viel Zeit. Das war das letzte Game des Abends, Sim. I'm sorry. Phil Video Call wurde schon eingelöst in diesem Stream. Warst aber nicht da. Sorry, Bro. Ich kann nicht allen Erwartungen gerecht werden. Ein lächerlicher Stream. Nur vier Matches. Okay. So, aber erst gehen wir mal in die Interviews. Und als allererstes zu Rostock. Russia was moved to your channel. Moin! GG, nice try. Nice try. Ja, hallo. Ja, war okay. Ja. Nee, war bodenlos. Ja, also die Hälfte, ja. Weiß ich nicht. Nächstes Mal wieder gegen Larkin, bitte. Danke. Gegen Larkin gleich, Alter. Hat mehr Spaß gemacht. Ja, halt wirklich. Ja, nee, war nochmal solid comeback. Hat mir echt getaugt, dass das hier noch close wurde. War ja schon hart, wie der Lockdown da war auf CT von denen. Aber ihr habt es halt nicht anders gemacht. Erstmal Pistol verloren, Eco verloren und dann erstmal die Tür verschlossen. Klar, man nur ein Mini-Room for Error, aber ihr habt nochmal Pistol habe ich auch absolut weggeschmissen. Das war eigentlich meine Schuld. Passiert auch auf CT wurde nur noch abgegeben, weil wir gewifft haben. Also wir spielen das nächste Mal mit Larkin statt Hannah und wir haben das Game. Oh, Junge, wir machen es halt doch nicht so. Ja, wurde schon sie wurde schon manchmal verkauft auch hier, komm. Ja, okay. Ja, in der letzten Runde hat sie einen Nacken bekommen. Wichse, ey. Ja. Man könnte auch behaupten, ein gewisser B-Spieler hat gesagt, dass unser CT-Spieler da zurückgehen soll. Achso. Ja. Naja, aber ganz okay. Auf T halt. Ja, ist okay, jetzt habe ich wieder 72 Anu-Coins, was auch immer. Junge, ich habe alles auf euch verwendet. Ja, ja auch. Ja, du hättest noch mehr hitten müssen nachher, ne? Ja. Also wenn du weißt, dass du da dein eigenes Geld verschwendest. Habt ihr noch irgendwelche tollen Fragen an uns? Mhm. Du musst jetzt aber auch einfach mal Wir hatten, das Game hat jetzt hier nicht irgendwie zu Unruhe im Team. Nee, ich habe eine Frage an Sorge. Euch. Wart ihr auf mir drauf, als ich da Mitte den scheiß Schalli abgeschraubt habe? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, es war so dreist. Der tauchte der Smoke auf. Und ja, wie halt immer, Rechtsklick, ich schraub den scheiß Ding ab, statt zu schießen. Ich bin so tilt. Und die Runde ist natürlich weg. Ja, also ich bin echt happy, dass es mal knapp wurde und ich denke, natürlich mal ärgerlich so zu verlieren, aber ihr steht ja immer noch gut da. Ich muss sagen, das muss man das Learning rausziehen. Also für Sigmas hätte es jetzt diese Runde mal gereicht tatsächlich. Na, das stimmt. Das Ding ist, man muss ja dazu sagen, man erkennt ja, dass wir eigentlich, ich glaube, aim-technisch, zumindest ein Teil von uns locker mithalten können. Ich glaube, das Ding ist halt einfach. Es wer hat da gesagt? Wer hat gesagt? Wer war das? Ja, aber das Ding ist ja eher, dass wir nicht als Team, glaube ich, so eingespielt sind wie die. Geil, wir haben die T-Hälfte nur wegen Aim verloren. Ja, das ist richtig. Die haben euch mies gepusht und die ganze Zeit reingedrückt. Ja. Die haben so gespielt, als müsste einer schnell weg, weil einer schnell weg muss. Ja, ja, sagt es deren Tee. Wir waren kurz überlegen bei der Pause, einfach nicht mehr zu anpausen für 2 Stunden, aber dachten, das ist für den Stream vielleicht scheiße. Ja, da müsste ich dann auch leider irgendwie eingreifen. Alter. Naja, wir denken nur an dich, Lori. Sehr, sehr lieb, sehr, sehr zuvorkommend.
Alrighty, wollt ihr irgendwie grüßen, wollt ihr irgendwas sagen? Sonst machen wir uns hoch. Grüße an die Gegner. Ich weiß nicht, ob dieses Mal dabei ist. Rostock-Ostblock. Rostock-Ostblock. Alrighty, Liebe geht raus. Bist du auch Gepard HD? Der war so nett, der Junge. Der Gepard, Alter. Bye bye. Tschüss. Tyrone was moved to your channel. Alright, GG's, ja, Boys. Ah. Wurde ja nochmal schwitzig am Ende. Joa. Ja, ein bisschen, ne? Ja, Emre dachte schon, er kann noch rechtzeitig weg. Emre hat's eilig heute. Er hat gut gedrückt, ja, aber dann leider gestruggelt noch auf 10, dann wird's doch noch knapp. Ja, natürlich, er muss ja schnell weg, dann muss er ja kurz ernst machen. Dann musste er sich kurz drehen, damit das vorbei ist. Ja. Ja, nee, also Banger ZDF 0-2 zu 11-4, muss man eigentlich nicht weiter was zu sagen. Auf T dann auch die Pistol gewonnen und dann einfach so die Uno-Reverse-Card gekriegt. Ja. Nur durch so ein paar Unlucky-Situationen, auch die eine Runde, wo die Zeit ausgelaufen ist. Dass ja, aber so Situationen hattet ihr auch mit dem Ryuk 1 gegen 3, da was, das hätte ja Money gebreakt. Also ich denke, das war sehr, sehr gespiegelt, das Game so. Und am Ende haben so ein paar sharpe Runden von euch dann doch das Ganze dann entschieden. Muss man auch sagen, wirklich GG's und hat mir gefallen. Und finally hat sie back, wieder win. Muss doch. Ja, muss aber wieder reinkommen, ne? Hab jetzt lange nicht gespielt. Ja, hab's auch richtig gemerkt in dem Game mit dem Aim und so. Ja, aber Confidence war trotzdem da, oder? Ja, die ganze Zeit hat schon ein paar Fights gesucht. Ja, das schon. Halt mein Playstyle so einfach reinlaufen, hoffen, dass ich Kopf hitte. Ja, ein Banger Playstyle. Ja, I don't know. Freut mich, dass es noch so geklappt hat und euch jetzt wieder im Full Roster zu sehen. Ich bin gespannt, wie es so weitergeht und hoffentlich sieht man sich bald wieder auf dem Server. Ja, also ich würde an der Stelle noch sagen, nächste Woche, Anonymous Alkoholikus, ne, bisschen aufpassen. Haji ist back, Alter. Also habt ihr einen Termin gegen die? Ist geplant, ja, nächste Woche Sonntag. Okay, wild, Alter. Die sind komisch, Digga. Ich frage, wann die haben die Zeit? Ich krieg 21. und 22. und da doch nur, geht 21. doch nicht. Und jetzt können sie anscheinend am 23. Aber egal. Also bevor ich was falsch sage, wir hatten auf jeden Fall geschrieben. Ja, whatever, Alter. Ich würde das nochmal doppelt confirmen, aber da weiß auch der Kopf nicht, was der Arsch macht bei denen. Ohne Spaß. Also ich freue mich auf das Spiel auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ein Banger-Match. Ja. Und Grüße an Sums Mutter. Ja, Grüße gehen raus. Und ja, dann gehen wir jetzt nochmal hoch und Liebe geht raus. Ciao, ciao. Okay, gut, ne? Gute Nacht, Jungs. GG. Gute Nacht. Russia was moved to your channel. Ich habe halt so viel Props weggehauen, dann muss ich refillen, Alter. Ja, am besten mit an um 10, ne? Ja, wie macht man das denn? Wie geht das denn? Am besten Adresse leaken. Nee, das werde ich nicht machen. Ich dox dich. Nee, dann stalk ich dich zurück, Alter. Du wärst doch schon. Ich habe nur dein Kackdorf, bloß weil da 5 Leute leben, ist das nicht gleich doxen. Wo gibt mir den Code ein? Hier, an um 10. Der Beste. Hat es geklappt? Nee, das klappt nicht. Oh! Das wäre cringe. Oh, hat's jetzt geklappt? Oh ja. Ja, das hat geklappt. Entfernt. Boah, Junge, Alter. Sehr, sehr geil. Ja, gib mir Props umsonst und ich werde glücklich. Ja, ich verteile Props umsonst. Ich bin unendlich reich. So, das machen wir dann mal privat. Ups. Firmennamen Anomim GmbH. Also was nehmen die denn? Ideal, Klarna, Pay Later. Soll ich Klarna bezahlen und dann meine Klarna-Schulden nicht tilgen und wegen Props trinken negativen Schufa-Score? Das klingt nach einem guten Plan. Würde ich genauso anspielen. Also ohne jetzt zu viel zu liegen, aber guck mal hier in die Anmerkung zur Bestellung. Anonym. Einfach das reinschreiben, ist wichtig. Kopfgefährlich. So, wir wollen natürlich irgendwelche Newsletter, das wollen wir ja immer. Und dann zahle ich einfach mal aggressiv mit PayPal. So. Und jetzt leak ich meine PayPal-Einlog-Daten, indem ich einfach wieder swappe zurück. Ja, Boys, wie hat euch der Abend heute gefallen? Danny, danke, dass du doch dabei warst.
Ich hoffe, es hat dir doch ein bisschen Spaß bereitet, auch wenn du ursprünglich nicht wolltest. Ja, doch. Sonst wäre ich ja nicht beim letzten Game auch dabei. Du bist meine Sumpfdotterblume. Darf ich das nicht sagen? Das waren Banger-Games heute. Ja, die waren echt geil. Sogar scheinbar ist unprofessionell. Ohne Zeitdruck wäre natürlich noch krasser gewesen. So musste ich immer mit ein bisschen hoffen, dass es jetzt mal May ist, Digga, weil ich hab mies geschwitzt. Das Tischchen, das immer nicht einfach geht. Aber auch war wirklich krank. Alrighty. Crazy Games, crazy day. Ja, absolut. So, ist die Props-Bestellung jetzt fertig? Kann ich jetzt wieder auf euch zeigen, wie es aussieht, wenn man Props erfolgreich bestellt hat. Danke, dass sie PayPal nutzen. Oh, perfekt, Alter. Leak ich irgendwas, wenn ich jetzt hier drauf gehe? Nee. Alrighty. Guck. Leak einfach sein, Mann. 24 Dosen. Für entspannte 42 Euronen. Fairer Preis. Code ARNUM10 spart man ein bisschen. Ja, und dann noch 4 Euro, nur dass der DPD-Bote mir 4 Dosen kaputt macht, Alter. ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe das actually jetzt auch einfach reinbestellt, weil ich sehr viel privat getrunken habe. also ich kriege das Geld jetzt nicht zurück. Das ist kein so nach dem Motto, ich streame mit 100k auf Rubet und kriege das Geld wieder zurückgeschickt. Sondern das ist ein legiter Purchase und ich habe den jetzt einfach mal onstream gemacht. Chris, why not, Alter? So viel dazu. Liebe geht raus an alle, die euch zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bekomme 6 Euro Pfand zurück. Ja, stimmt, Pfand ist auch drauf, habe ich gar nicht dran gedacht, gerade in der Rechnung. Also ich denke, das ist ein fairer Preis, wenn man das runterbricht auf die Dose. Liebe geht an alle, liebe auch an meine Co-Caster. Und heute auch richtig geiler Chat, geile Action, geile Viewer. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, alle Games waren exciting. Und man sieht sich, man hört sich, hoffentlich reichlich Games nächste Woche. Bye, bye.